Tja, und was machen Sie jetzt, wenn Sie das nicht mehr ertragen wollen? Wenn Sie nicht mehr gewillt sind, die Diskrepanz hinzunehmen zwischen dem, was unsere Gesellschaft verspricht und dem, was sie einhält? Amy Sayed bei den Proben zu Transmitter, einem inklusiven Theaterprojekt im Rahmen des RoboLab Festivals in Köln. Daran geht es um die manipulative Macht von Sprache. Nehmen wir mal ein Beispiel. Du, lieber Martin, bist doch an den Rollstuhl gefesselt. Und trotz deines schweren Schicksals meisterst du dein Leben auf bemerkenswerte Weise. Amy, du bist auch so inspirierend, wie du dem Straßenverkehr in ständiger Dunkelheit trotzt. Das genau nennt sich Inspiration Porn. Inspiration Porn ist, wenn nicht behinderte Menschen sich inspiriert fühlen von ganz alltäglichen Sachen, die behinderte Menschen machen. Boah, du schaffst deine Arbeit alleine trotz deiner Behinderung. Allein schon dieses Wort trotz, da, Gänsehaut, so. Das verbaut Chancen, weil es ja auch impliziert, dass ich dir eigentlich nichts zutraue. Von Geburt an hat Amy Sayed weniger als 2% Sehkraft. Die 48-jährige Kölnerin ist freie Kultur- und Musikjournalistin. Schon früh hat sie beim britischen Militärsender BFBS gearbeitet und war als Reporterin unterwegs. Ihren Traumberuf ausüben zu können, ist für sie eine Selbstverständlichkeit. Nur das Außen kommt oft immer noch nicht mit. Tatsächlich herrscht in den Köpfen vieler Menschen vor, dass man als behinderter Mensch eigentlich keinen Spaß am Leben hat. Deswegen ist es auch tatsächlich so, dass es bis heute noch nicht ganz klar ist, dass Festivals barrierefrei sind zum Beispiel, Konzerte barrierefrei sind, Theater barrierefrei sind. Genau deshalb wurde das RoboLab Festival gegründet. Ein Labor für inklusive Kunst und Kultur. Das Theaterstück Transmitter ist das Regiedebüt von Nicolas Jürgens. Super. Ja, perfekt. Identitätspolitik. Darin verhandelt er Themen wie Inklusion, Rassismus oder Sexismus aus dem Blickwinkel behinderter Menschen und greift dabei die Debatte um Sprache auf. Vom Gendersternchen bis zum N-Wort. Ja, genau diese Frage, was darf ich denn überhaupt noch sagen oder ich möchte nicht, dass Worte verboten werden, die kommt schon aus so einer bestimmten Ecke. Weil die Antwort ist ganz einfach. Wir leben in einer Demokratie, wir können alles sagen. Es hindert uns niemand daran. Es gibt so keine Verbote. Generalprobe am Abend vor Testpublikum. Das Gleiche verdient wie ein Mann? Das Besondere bei Transmitter, die Zuschauer sollen Amy beschreiben, was sie auf dem Dach sehen. Ihre linke Hand in einer Art Tanzpose und sie tanzt. Ihr Blick ist auf die Hand gerichtet und sie dreht Pirouetten auf der Bühne. Eine Umwandlung von Bild in Sprache. Wo bildet sie zwangsläufig Kategorien? Wo wird aus Beschreibung Interpretation? Bewegt sich da so ein bisschen, als ob sie was penetrieren möchte. Das ist ein Prozess für den Zuschauer, der so spürbar und erfahrbar ist. Und gleichzeitig gibt es aber auch noch was, wo man, glaube ich, eben über diese Beschreibung von Welt auch in die Perspektive von Amy hineinkommt. Die Macht der Sprache ist so wichtig, nicht nur wegen des menschlichen Respekts, sondern Sprache verändert sich, verändert uns, verändert sich mit dem Zeitgeist und reflektiert ihn.